Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Ja, ich habe mich jetzt schon mal am nächsten Morgen auf den Weg gemacht, ein bisschen was gegessen und getrunken. Da hat noch einen von den Krabblern weggemacht. Und ich weiß auch nicht, wo Virginia jetzt wieder ist. Sie ist ja schon wieder zurückgegangen. Muss ich da oben? Ich verstehe es einfach nicht. Es tut mir leid. Ich habe da jetzt auch keine Erklärung für. Sie ist ja definitiv wieder zurückgelaufen. Was soll das? Ich verstehe es nicht. So komme ich nie am Strand an. Ich werde nie ein Haus fertig kriegen. Irgendein Problem gibt es ja immer, ne? Ist ja auch, man geht zu einem eingeborenen Dorf und 2 Sekunden später alles voller Mutanten. Ich weiß auch nicht, wo sie da ist. Was macht sie da? Oder warum hatte ich eben meine Pistole wieder im Inventar, die ich ihr gegeben habe? So richtig Sinn macht das gerade alles nicht. Ach, ich dachte, was ist denn das? Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ach, wo ist der andere? Wo ist er? Jetzt gleich ins Inventar gehe, greift er mich an. Da ist er. War da noch einer? Ja. Ich sehe die nicht. Ganz ehrlich, ich sehe sie einfach nicht. Ja, nicht den Baum fällen, Jubo. Ich bin fast tot. Schnell die Gelegenheit nutzen. Komm, mach zu. Lass die Medizin mal kurz wirken. Nein. Was haben wir da dran? Munition. Okay. Ich habe doch letztes Mal nicht so Probleme mit denen gehabt. Wo sind sie denn jetzt? Da. So, den wollte ich haben. Tschüss. Im Moment finde ich es gerade alles nur ultra anstrengend, weil ich das mit Virginia überhaupt nicht mehr verstehe.
weiß nicht, was sie macht. Das ist schon so ein bisschen. Da ist wieder der Elch. Will sie mir zum Elch oder was? Liebt sie den Elch? Mehr als mich. Toll. Was machst du hier? Du hast einen Fisch gefangen. Dankeschön. Danke. Kommst du jetzt wieder mit mir mit? Wir wohnen hier nicht. Was ist ein Eichhörnchen? Okay, komm, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Wir gehen ganz langsam. Hallo Elch, bitte greif mich nicht an. Das wäre echt furchtbar lieb von dir. Können wir hier lang gehen? Ich trinke erstmal was. Und mache einmal meine Flasche voll. Ausrüsten. Wie steht die hinter mir? Ich sehe es am Schatten. Wenn ich jetzt hier runterhüpfe, ist sie aber wieder weg. So. Ich nehme meinen Bogen. Du hast deine... Sie hat schon wieder keine Pistole mehr. Wieso nicht? Wie steckt sie mir die heimlich immer zu? Behalt die bitte mal. Okay? Jetzt lass uns sehen, dass wir irgendwie wieder gemeinsam wegkommen. Ich muss jetzt genau aufpassen, dass ihr grüner Marker in meiner Nähe ist. Zum Glück habe ich ihr den gegeben. Den GPS-Tracker. Ich hätte Virginia sonst nie wiedergefunden. Nächste Problem ist, wenn Gegner kommen, kann ich nicht wegrennen. Bleiben einfach mal schön langsam. Wir gehen jetzt bis runter zur Küste. Und dann gehen wir die Küste entlang. Ganz entspannt. Hier sind auch keine Gegner. Niemand will uns was. Grüner Punkt ist noch da. Jetzt fällt Kelvin zurück. Aber Kelvin findet immer nach Hause. Der findet uns immer. Hoffe ich. Grüner Marker ist noch bei uns. Jetzt gucke ich die ganze Zeit auf die Minimap. Also auf unser GPS. Ob ihr Tracker in unserer Nähe ist. Der sieht alles gut aus. Nicht mehr weit, dann sind wir am Strand. Dann sollten wir sie ja hoffentlich nicht mehr aus den Augen verlieren können. Ich verstehe aber auch noch nicht. Wir können dir die Waffe geben, aber was zum Anziehen können wir nicht geben. Oder wir sind noch nicht auf der höchsten Beziehungsstufe oder so. Das kann natürlich auch sein.
ich mich eben noch so gefreut, also für mich eben, für euch in der vorherigen Folge. Virginia hat die Pistole und wir müssen nichts mehr machen. Die knallt ab jetzt alle Gegner weg und wir können einfach gechillt Bäumchen sammeln. Fall jetzt nicht wieder zurück. Nur weil ich ins Wasser gegangen bin. So. Das da unten ist nicht Virginia. Da ist auch noch ein eingeborenes Dorf. Oder Schiffbrüchige oder was weiß ich auch immer, wer die sind. An den Eingeborenen habe ich mal wieder so meine Zweifel. Sie ist noch hinter uns und sie hat auch ihre Pistole. Und Calvin kommt auch langsam nach. Hier ist auch ein schöner Strand. Entschuldigung, ich musste gerade kurz einmal abgestandene Luft ablassen. Ich musste gehen, sonst hört sich dann an, als wenn ich gepupst hätte. Ich habe nur gegähnt. Dann müssen wir aber, wenn ich das nächste Mal das Spiel neu starte, muss ich dann nochmal raus zu der Rettungsinsel schwimmen und mir auch noch eine Pistole besorgen. Das ist noch eine ganz schöne Ecke zu laufen. Vor allen Dingen, da wir nicht sprinten können oder ich nicht sprinten will. Was ich sonst irgendwie wieder oben in den Bergen stehe. Einmal will ich sie zumindest bis da hinten hinein speichern und dann habe ich zumindest noch so ein kleines Gefühl von Sicherheit. Ich meine, laut GPS geht sie auch vor uns. Interesting. Ein bisschen sprinten. Gucken, ob sich irgendwas verändert. Nö. Calvin geht über den Fußweg. Calvin macht immer sein eigenes Ding. Da kennt er nichts. Zwischendurch doch nochmal gucken, ob sie wirklich da ist. Aber hier am Strand gibt es nichts zu essen, ne? Keine Schildkröten, keine Fische. Ein Bötchen. Na, da gibt es wieder Seile. Was ist das? Was zum Anziehen? Jacket. Okay. Mhm. Geld haben wir da noch. Da sind da noch Konserven, oder? Nö. Seil ist immer noch voll. Da haben wir noch ein bisschen was. Kleingeld. Da strandet man auf einer Insel. Das Einzige, was man dabei hat, ist Kleingeld. Schon ein bisschen traurig. Tote Fische. Überall tote Fische. Kein Wunder, dass man hier keine Fische fangen kann. Die sind alle tot.
nicht tote Hai. Das ist bestimmt der, der eben unsere Speere abbekommen hat. Virginia fällt schon wieder zurück. Da ist sie wieder. Schön, dass du wieder da bist. Komm. Nicht immer bummeln. Hier am Strand gibt es Möwen. Bei uns am Strand waren keine Möwen. Ich hoffe, der Fisch und das Fleisch sind nicht vergammelt, bis wir zurück sind. Kelvin hat uns sogar schon fast eingeholt. Ich befürchte, wir kommen da gleich nicht vorbei. Ist das ein Orca? Zwei Orcas. Was stimmt denn hier nicht an der Insel? Die ganzen toten Fische. Zwei tote Orcas. Ich hoffe, wir kommen unten rum und müssen jetzt nicht oben über den Berg. Was ist denn der weiße Fleck da auf dem Meer? Oder habe ich einen Fleck auf dem Monitor? Aufnahme nochmal angucken. Wenn ich dran denke. Ja, das ist auf jeden Fall der längste Marsch, den wir hier jemals hatten. Aber was soll ich machen? Selbst gerade an dem Boot ist sie ja wieder zurückgeblieben. Stehen geblieben, nicht mitgekommen. Zurückgeblieben, hört sich immer so böse an. Nehmen wir die Axt in die Hand. Was ist das? Papierzielscheibe. Okay. Wofür auch immer wir die brauchen. Batterien brauchen wir nicht. Mehr gibt's ja nicht. Okay, wir können weiter. Komm mit. Ja, aber, ne? Ist wie ein Strandspaziergang mit seiner Freundin. Und der Kleine rennt ein Stück hinterher. In der Zeit einen Schluck. Also, die Folge bekommt aller Wahrscheinlichkeit nach den Titel Der lange Marsch. Wir dürfen nicht sprinten. Weil sonst Virginia weg ist. Wird ein langer Titel. Tja, hätte ich mal da gebaut. Ach so, wo ich das gesehen habe, dass in der Höhle, wo wir waren, dass da noch die Seilgewehr drin ist. Seilgewehr heißt es, glaube ich. Daran kann man auch Baumstämme befestigen. Und sie rauf und runter rutschen lassen. Das heißt, Kelvin rodet da oben wie ein Irrer. Und wir hängen dann einfach nur die Baumstämme dran.
ob unsere Hütte wohl noch steht. Aber das ist wie bei den Marines hier. Keiner wird zurückgelassen. Nicht mal Kelvin. Nein, ich mache nur Spaß. Ich mag Kelvin. Kelvin hat sich als echt super nützlich herausgestellt. Und irgendwie, keine Ahnung, ist einem ja doch ins Herz gewachsen, oder? Wenn er einen immer anguckt, so. Und ein paar Tage zuvor war er auch noch Mitglied einer Elite-Einheit. Würde ich jetzt zumindest mal schätzen, wenn die losgeschickt werden, um einen Milliardär und seine Familie zu retten. Wenn sie schon irgendwas drauf haben. Und irgendwann treffen wir dann den Typen, die Frau. Ich weiß nicht, was es war mit der Pistole. Dann nehmen wir die Axt und hacken sie klein. Wer hat das gesagt? Habt ihr das auch gehört? Das muss der lange Fußmarsch sein. Ich höre schon irre Stimmen. Oh, Tag 24. Oh Gott. Das heißt, Virginia ist jetzt schon 51 Tage vermisst. Ich bin ganz schön langsam, ne? In 24 Tagen habe ich aber nicht viel geschafft. Oh Gott, bitte nicht schwimmen müssen. Dann verschwindet Virginia bestimmt. Bitte nicht. Kein tiefes Wasser, kein tiefes Wasser. Tiefes Wasser. Oh Mann. Ach, da sind meine drei Probleme wieder. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hinterherkommt. Sie geht schon wieder in die andere Richtung. Ich bin wieder da. Wir gehen einmal komplett außen rum. Also über den Berg. Hallo. Siehst du, ich bin wieder da. Ich bin zurückgekommen. Nur wegen dir. Ja. Freust du dich? Hast schon gedacht, ich wäre weg, ne? Bin ich aber gar nicht. Komm. Siehst du, sie hat gedacht, ich hätte sie verlassen. Das war bestimmt immer das Problem. Sie hat uns aus den Augen verloren und hat gedacht, wir hätten sie verlassen. Kelvin hatte recht, der wollte von Anfang an über den Weg gehen. Aber ich muss ja zum Strand. Das wäre schon echt schon was wieder vernünftig, hier unten, wo es ruhig ist, sich ein Zelt aufzustellen und die 3 Stunden abzuwarten. Wenn ich jetzt da hochgehe, mache ich auch nicht. Ich baue mir jetzt hier meine Notunterkunft auf, was soll's. Was soll's? Wir wollten sowieso das Essen braten. So, Virginia, ich baue uns jetzt hier was. Für die Nacht. So, noch ein Feuer. Hallo Kelvin. Was ist dir denn widerfahren? Der Vier lächelt. Ja, hab ich gut gemacht? Dankeschön. Du bist lieb. Verbrenn dich bitte nicht. Und warum hast du schon wieder keine Pistole?
Warum kann ich sie nicht zum Anziehen geben? Hä? Ich weiß es nicht. Behalte die jetzt bitte mal. Guck mal hier, wie Calvin Schild. Der macht's richtig. Wahrscheinlich drücke ich immer irgendeinen Knopf und dann hole ich mir die Sachen automatisch zurück oder so. Habe ich Hunger? Ja, schon. Komm, zum Abendbrot gibt's Fisch. Haben wir das Fleisch noch für morgen? Gut. Nehmen wir was anderes in die Hand als ein Stock. Das Kreuz. Ah, sie sitzt auch mal. Ja, jetzt wünschte ich, könnte mich auch hinsetzen. Das wäre echt cool. Was habe ich denn da noch zum Anziehen jetzt bekommen? Ah, noch so ein Jacket. Taktische Jacke, Winterjacke. Soll ich auch mal so ein... Ich sehe mich ja nicht. Wir können uns hier mal... Ach, können wir auch sparen. Können wir auch sparen. Tech-Mesh kombinieren. Was brauchte ich denn da nochmal für? Draht. Ach so, nee, einer reicht. Klebeband, Platine und Batterien. Ziehe ich aber nicht an. Energieschub, Energiemischung. Zusammen mixen hier. Welche sind denn jetzt ausgegraut? Also die für Energie und die für Heilung. Was haben wir da noch? Sieht hier mal, was da noch fehlt? So. Können wir noch ein paar Steinpfeile herstellen? Haben wir wieder 17. So. Ja, ich würde sagen, jetzt auch langsam soweit sein. 16 Uhr, Stunde noch. Bitte behalte die Pistole. Bitte. Ja, pass ruhig auf Calvin auf. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind ein Team. Eine Familie. Auch du, Calvin. Calvin. Bleib hier. Komm, mach Pause. Ruh dich einfach aus. Ja? Gut. Ihr macht die Pause doch hier. Wo
Wo geht. Ich. Hallo. Na? Du? So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle. Ich werde jetzt hier noch schlafen und am nächsten Tag hoffe ich, dass wir dann wieder am Strand unten alle gemeinsam ankommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.